Die derzeitige Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, Cornelia Weigand, wird sich um das Amt der Landrätin des Kreises Ahrweiler bewerben. Das gab die Diplom-Biologin am Dienstagabend bekannt. Laut Weigand sei der Wiederaufbau der Region Ahrweiler weiterhin das wichtigste Ziel. Seit 2019 ist sie als Bürgermeisterin im Amt und sei unter anderem von zahlreichen Personen aus der Verbandsgemeinde mehrfach gefragt worden, als Landrätin zu kandidieren. Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch geht davon aus, dass Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz ab kommender Woche wieder zweimal pro Woche auf das Coronavirus getestet werden. Auch nach den Weihnachts- und Winterferien sollen jeweils 14 Tage lang, unabhängig von der geltenden Warnstufe, zwei Testungen pro Woche durchgeführt werden. Oberbürgermeister David Langner teilte mit, dass die Stadt Koblenz die Kosten einer zweiten Testung innerhalb einer Schulwoche übernehmen würde, wenn es keine Landesverordnung diesbezüglich geben würde. Somit könnten Schülerinnen und Schüler in Koblenz sich auch bei Warnstufe 1 zweimal pro Woche testen. In der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung wurde am Dienstag bekannt, dass die Warnstufen strenger als zuvor gestaltet werden sollen. Laut Gesundheitsminister Clemens Hoch wird bisher angedacht, dass die bisherige Warnstufe 2 entfallen soll und im selben Schritt die bisherige Warnstufe 3 zur neuen Warnstufe 2 werden soll. Des Weiteren sei eine erneute Maskenpflicht bei Veranstaltungen unter freiem Himmel wie bei Weihnachtsmärkten eine Option. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.